Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Tutorial zu Tipps und Ideen. Und meine Idee und mein Tipp in diesem Video geht rund um das Weihnachtsfest. Advent ist bereits in knappen 4 Wochen und ich möchte euch zeigen, wie ich für dieses Jahr meine Girlande mache, die ich entweder über die Tür hänge oder um meinen Kamin lege. Und ihr wisst bestimmt auch schon, wo ihr sowas gerne hättet. Und ich sage euch als allererstes, was ich mir dazu besorgt habe, beziehungsweise was ich auch schon im Haus hatte. Also, schauen wir mal hierher. Ihr wisst, in allen möglichen Geschäften wird jetzt ja alles Mögliche angeboten. Als erstes habe ich hier für 14,99 Euro eine LED-Tannengirlande gefunden mit 5 Metern. Das fand ich unwahrscheinlich groß, weil die meisten sind nur 2,70 Meter. Aber 2,70 Meter reicht ja nicht rund um den Türbogen zu gehen oder den Türrahmen zu gehen. Deshalb war ich da begeistert, dass ich das in einem Geschäft gefunden habe, für 14,99 Euro, wie gesagt. Dann habe ich mir dazu gekauft Organza Tischstoff. Also da steht Organza. Für mich ist das jetzt ein Tüll. Ich würde das nicht Organza nennen, ich nenne das Tüll. Aber gut, so wurde es jedenfalls verkauft. Das ist in 45 cm Breite. Aber ihr seht, das allererste hier habe ich jetzt schon auf die Hälfte geschnitten, weil was ich damit machen möchte, so breit brauche ich die nicht. Das heißt, alle meine Tüllstoffe hier werde ich einmal genau auf Hälfte schneiden. Wie gesagt, das ist 45 breit Zentimeter, dann habe ich so 22,5 in der Breite, wenn ich das auf die Hälfte geschnitten habe. Des Weiteren habe ich in so einem 1-Euro-Shop bei uns diese schönen Tannenzapfen gefunden. Und alles andere hatte ich eigentlich jetzt zu Hause. Ich hatte diese vor langer, langer Zeit mir mal diese Glöckchen gekauft. Und um ehrlich zu sein, es war immer ein Problem, wo hänge ich die dran? Und ich glaube, jetzt an die Girlande wird das ideal werden. Des Weiteren habe ich mir einfach mal verschiedene Kugeln beigesucht, die ich habe. Inwieweit ich jetzt was genau da zusammenmischen werde, das entsteht während der Arbeit für diese Girlande. Und hatte auch hier noch so eine LED-Geschichte mit so Sternen. Ob das farblich passt, das muss ich dann erst mal sehen. Aber ich habe mir schon mal alles beigeholt, inklusive noch extra Ketten, weil ich ja hier mit Gold und Silber arbeite. Und da kann ich auch hier weiter mit Gold und Silber arbeiten. Aber das muss man machen, sehen, wie es einem gefällt, wenn man immer weitermacht. Außerdem habe ich hier so ein Geschenkeband, weil damit möchte ich so gewisse Dinge dann auch anknoten in Rot und in Silber, auch wieder passend zu der Weihnachtsidee. Aber jetzt zeige ich euch als allererstes, wie das aussieht, wenn ich diese Girlande aus dem Karton rausziehe. Denn man glaubt gar nicht, dass das 5 Meter lang sein werden. Ja, wie gesagt, wenn man das so liegen hat, denkt man, um Gottes Willen, das sollen jetzt 5 Meter Girlande sein. Ja, und so wenig, das sieht ja nach gar nichts aus. Deshalb würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal Platz hier und dann werden wir das ausbreiten und ich zeige euch, wie ich weitermache. Also fange ich erstmal an, diese ganze Girlande auseinander zu diemeln. Ihr seht, da kommen die 5 Meter locker hin. So, ich mache das jetzt hier gar nicht weiter, sondern zeige euch ganz einfach erstmal, falls jemand von euch noch keinen künstlichen Tannenbaum hatte, dann müsst ihr wissen, dass das jetzt gleich ganz anders und schön aussehen wird, wenn wir beginnen. Der hat den eigenen Willen hier, das Teil. So, egal wo ihr anfangt, ich tue das jetzt wirklich mal hier. Am Beginn müsst ihr erstmal jede einzelne Tannenspitze oder Tannenästchen erstmal dahin biegen, wo ihr das haben wollt. Und das kann jetzt eine ganze Weile dauern. Deshalb würde ich sagen, ich zeige euch jetzt nur noch so
So ein kleines bisschen, aber ihr seht schon, wie schön dick das hier wird, wenn man die alle hochgezogen hat. Das wird genau richtig, das sehe ich schon. Und dann muss man schauen, wo haben die genau die Lämpchen hingemacht. Sind die dann auch wirklich alle schön sichtbar? Scheinen die durch oder kann man die vielleicht nochmal durchschieben irgendwo anders hin? Oder ist sogar eventuell die andere Seite die rechte Seite? Aber so wie das aussieht, scheint das meine richtige Seite hier zu sein. Wenn ich das jetzt alles dekoriert habe, natürlich kostet es auch ein paar Pfennige, wenn man die ganzen Utensilien kauft. Aber ich habe mir welche im Internet angeschaut, die schon dekoriert sind. Die sind natürlich fantastisch gemacht. Aber da kostet so ein 2-Meter-Stück auch mal locker 30, 40 Euro. Und ich denke, damit liegen wir dann doch hier wesentlich günstiger. Zumal man ja auch einiges noch im Hause hat. Ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir, aber manchmal da kaufe ich irgendwas und dann weiß man gar nicht, wo man das eigentlich schön hindekorieren kann. Und so geht es mir da mit diesen kleinen Glocken, die ich euch gerade gezeigt habe. So richtig passend war das nie irgendwo. Und jetzt denke ich, jetzt habe ich genau den richtigen Platz dafür gefunden, nämlich meine Girlande. Ich werde das jetzt ohne euch so weitermachen, denn ich glaube nicht, dass ihr Lust habt, mir bei 5 Metern zuzuschauen, wie ich das auseinanderdämmel. Und bin gleich wieder bei euch. So, ich habe die 5 Meter Girlande jetzt komplett hier aufgelockert, auseinandergepflückt oder wie ihr das nennen wollt und habe mir als allererstes die Mitte markiert. Nicht nur, dass es eine Markierung ist, sondern es wird auch gleich für mich das gleich zum Befestigen für dieses erste Tüllband sein. Und zwar, nachdem ich habe ja gesagt, ich habe die alle auf Hälfte geschnitten, dass sie nur 22 ungefähr breit sind, denn das ist voll und ganz ausreichend, sonst wird mir das zu wuchtig. Ich habe Videos gesehen, da nehmen auch welche so ganz, ganz breite, aber dann müsste auch die Girlande wesentlich dicker noch sein und voller. Und so dick und voll ist die ja nicht und deshalb will ich die ja auch verschönern. So, einfach das hier zusammen raffen in der Hand, hier hineinlegen und einen ersten Knoten draufsetzen. Ich würde jetzt auch gar nicht 2 Knoten drauf machen, das wäre einfach zu viel. Und wenn wir nur einen Knoten reinmachen, können wir da auch noch mal mit arbeiten, wenn wir wollen. Und jetzt nehme ich das so als einen schönen Bundle. Die Länge ist euch überlassen. Ihr könnt die ziemlich klein machen. Ihr könntet sie auch ziemlich lang und groß machen. Das ist jetzt auch wieder eine Sache, je nachdem wie groß und wie breit die Girlande als solches ist. Also nehme ich einfach wieder eines meiner roten Bänder oder ihr könnt auch Silber nehmen dafür, dass das passend ist. Auch wieder alles so eine Geschmackssache. Und jetzt lege ich das einfach so, wie ich meine und glaube, dass es mir gefällt, in die nächste Position. Und durch die LED-Lichterkette, die ja da schon drin ist, deshalb werde ich das auch nicht allzu stramm ziehen. Ich ziehe das nur ganz locker an. Und da habe ich meine erste kleine Dekoration jetzt schon drin. Und so mache ich das die gesamte Strecke entlang. Ich versuche natürlich so ungefähr jetzt die gleiche Größe dahin zu machen. Und auch hier. Und aufpassen, dass ihr die Lichter, wenn möglich, freilasst. Die sollen ja durchscheinen. Aber wie gesagt, einfach nur ganz locker hier befestigen. Und wie gesagt, ich war von der Mitte ausgegangen. Jetzt mache ich einfach weiter, mache das bis zum Ende dahin. Und auch nur ganz locker jetzt da drum gebunden. Und ich achte darauf, dass ich keine von den einzelnen Tannenspitzen da mit festbinde. Das soll alles locker und lose sein. Und auch im Nachhinein kann man natürlich nochmal da variieren. Jetzt mache ich das gleiche noch bei diesem letzten hier. Denn da könnte ich schon die nächste Farbe drauf machen oder das nächste Band schon dranhängen. Aber ich lasse das jetzt erstmal so, weil es auch nicht einfach ist, euch das
auf den gesamten 5 Metern anzuzeigen. Das ist der Beginn. Und jetzt sind wir hier auf der anderen Seite, weil wir müssen jetzt erstmal in die andere Richtung arbeiten. Ganz genau das Gleiche. Und da gehe ich ruhig hier auf mein gleiches Band wieder drauf, weil ich habe ja gesagt, das ist meine Mitte. Also fange ich auch wieder mittig an. Und auch hier lege ich mir so ganz locker so eine Blase hin, sag ich mal. So nenne ich es jetzt mal. Das einfach so hingekrebt, hintrapiert. Und auch hier mache ich wieder nur locker mein Band drauf. Und so machen wir erstmal weiter. Jetzt brauchen wir noch ein paar rote Bänder. Ich mache die jetzt auch, das habe ich ein bisschen kurz gemacht. Ich würde die ruhig ziemlich lang machen. Du willst das mal runterziehen? Ja, kannst du ein bisschen machen, aber dann haben wir auch nicht mehr die Mitte. Ah, da kratzt mir meine Liege nicht. Das wäre auch nicht gut. So, die silbernen muss ich mal wieder wegtun. Und auch hier wieder. Es ist einfach, einfachen immer weitermachen. Und glaubt mir, das ist ganz, ganz einfach. Also wenn ihr so eine Girlande findet, die eben auch nur grün ist, dann schaut mal, was ihr noch von den Jahren zuvor so als Deko rumliegen habt. Oder kauft so ein, zwei Sachen dazu, so wie ich das jetzt hier auch gemacht habe. Denn man gibt ja doch ziemlich viel Geld für solche Sachen aus. Und wenn ihr das dann einmal habt und dann gut weggetan, hat man das fürs nächste Jahr dann auch wieder. Und tut dann vielleicht nur noch was zusätzlich dran. Kann man ja immer noch erweitern oder mal was austauschen. Okay, auch wieder nur ein. Und das ist so schön mit diesem Geschenkeband, dass das so schön hält. Wenn ich jetzt ein Satinband genommen hätte, erstens mal ist es sehr teuer, wie wir wissen. Und dann würde das auch nicht mit einem Knoten halten. Das würde mir ja gleich wieder rausrutschen. Und hier bin ich gerade wieder so am Ende angekommen, dass ich wieder nur eine Schlaufe da jetzt brauche. Und mir die auch nur mit einem Knoten festmachen. Und ganz locker. Das Geschenkeband hält das einfach super hier zusammen. Ich werde euch nicht die gesamten 5 Meter zeigen. Das wäre ja totaler Quatsch. Dann werdet ihr zu Tode gelangweilt. Aber ihr werdet es auf alle Fälle komplett fertig sehen in einem unserer nächsten Tutorials, wenn wir wieder schöne Weihnachtsmusik machen oder ich euch ein Weihnachtsgedicht vorlese. Denn ich werde dann als erstes hier mit einem Goldstreifen weitermachen und wieder dann mit dem silbernen enden. Das ist momentan mein Plan. Aber wie gesagt, das müsst ihr jetzt nicht alles so mitbeobachten. So, jetzt würde ich sagen, nehme ich mal als allererstes meine Klötzchen, die ich anbringen möchte. Und auch da könnt ihr nämlich dann überlegen, ob ihr extra Bänder nimmt zum Anbinden oder ob es vielleicht sogar mit dem, was ihr schon drin hängen habt, machbar ist. So, hier war meine Mitte. Das sehe ich daran, dass ich die beiden Anfänge hier habe. Und auch hier, nee, da fällt mir jetzt gerade ein, ich habe zwei von diesen Glockenketten. Und da kann ich nämlich auch wunderbar hier in der Mitte anfangen und setze dann die andere darüber. Und da kann ich auch wieder meinen bereits vorhandenen Faden hier nehmen. Und damit, da setze ich jetzt mal zwei Knoten drauf, weil das ziemlich an Gewicht hat. Ich möchte nicht, dass mir das dann runtergezogen wird. So, jetzt wäre die Möglichkeit, die dann einfach so drüber zu hängen, je nachdem, wenn ihr die jetzt zum Beispiel an der Tür hängen habt, damit die dann wirklich runterhängen. Ansonsten mache ich jetzt mal momentan einfach bei jedem zweiten einen Knoten in der Mitte hier.
Ja, das, mal schauen, wie das runterhängt. Ja, das kommt gut, denke ich. Und hier auch wieder zwei dazwischen und gegen in der Mitte. Wenn ihr jetzt so solche Glocken direkt schon vorgefertigt an der Kette nicht findet, dann kauft ihr ganz einfach so eine Perlenkette für die Weihnachtsdeko, so wie diese halt jetzt, wisst ihr ja, und dann könnt ihr ja da dranhängen, was ihr dranhängen möchtet. Ja? Oder auch nur die Kette runterhängen, das geht natürlich ganz genauso. Man muss da ganz einfach ein bisschen spontan sein und das nehmen, was man hat oder was einem gefällt oder was man kaufen kann und möchte. So, jetzt habe ich zwischenzeitlich schon meine ganze Gaze, also den Tüll überall, komplett auf die 5 Meter angebracht und habe auch schon meine Glöckchen mit diesen ersten Schläufchen mittig angebracht. Aber das wäre ja falsch, wenn die so runterhängen würden. Also habe ich jetzt silberne geschnitten, hier silbernes Band, und gehe jetzt zwischen diesen beiden noch einmal in die Mitte da rein. Und die werde ich aber gar nicht eng anbinden, weil die sollen ja hängen. Das heißt, ich schaue hier ungefähr auf die Mitte zwischen meinen beiden Glöckchen und lasse mir da jetzt noch Luft zum Runterhängen. Da mache ich aber jetzt 3 Knoten drauf, weil das sonst aufgeht, das Band, weil da kein Druck dahinter ist. Und dadurch, dass es lose ist, kann man das nachher auch noch mal ein bisschen in der Weite mittig dann stellen, wenn man das so braucht. Und das gleiche natürlich in der Fortsetzung. Hier in der Mitte von den Glöckchen auch wieder. Wie gesagt, wenn ihr sowas nicht fertig habt, dann empfehle ich euch wirklich, so eine Perlenkette zu kaufen und dann gewisse Kugeln oder Tannenzapfen oder Glöckchen dran zu hängen und dann die genau in der Art und Weise hier zu befestigen. Ist ja genau das Gleiche, aber vielleicht findet ihr ja sowas. Also ich kann mich erinnern, das war auch in so einem 1-Euro-Shop, war natürlich wahrscheinlich 2,50 Euro, sag ich mal, aber es war in einem 1-Euro-Shop, wo ich die gefunden hatte und ja, habe halt jetzt endlich den richtigen Platz für die gefunden. Und noch einen und dann mache ich schon weiter, denn das ist natürlich bei den restlichen 4 Metern genau die gleiche Arbeit. Und da reicht das, wenn ich euch hier so einen 1 Meter Ausschnitt zeige, denn wie schon vorher erwähnt, das komplett fertige Resultat seht ihr ja dann sowieso von der gesamten Länge. So, jetzt, wenn ihr das euch so anschaut, soweit, das sieht okay aus, aber irgendwas fehlt da an Farbe für meinen Begriff. Und deshalb habe ich jetzt hier schon mal meine Kugeln beigeholt, die ich so rumliegen habe. Und fange genau hier in der Mitte wieder an. Das ist meine Mitte, die ich ursprünglich gekennzeichnet hatte. Und da habe ich immer noch meine kleinen Schläufchen hängen. Und auch hier mache ich das nur lose dran. Und jetzt könntet ihr, wenn ihr wollt, das entweder die ganz kurz abschneiden oder ihr könnt sie natürlich auch einfach zusammenrollen. Dann kriegen die nochmal so einen extra Effekt da rein. Oder ihr könnt natürlich auch aus dem Satinband eine Schleife draufsetzen. Das müsst ihr jetzt sehen, wie das für euch am allerschönsten ist oder wie ihr das gerne hättet. Jetzt habe ich hier noch Band dran, das müssen wir abmachen. Denn das will ich hier gar nicht dran haben. Das ist von letztem Jahr noch irgendwas. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich das fast zu kurz gelassen hier. Aber auch das mache ich jetzt hier einfach rein. Und verknote mir das, damit ich hier diese dickere, schöne Kugel habe. Da komme ich ja kaum mit den Fingern dazwischen. Aber es geht. Geht alles, wenn man will, mit Geduld und Spucke haut das hin. Und auch da werde ich den kleinen Rest nicht einfach hängen lassen. Den werde ich auch kurz so einrollen.
umso weniger fällt das dann auf. Und genau hier wieder die Fortsetzung dazu. Hätte ich vorher rausmachen sollen, die ganzen Knoten, die ich da drin habe. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Denn ich wechsle das hier ab, das soll nicht zu eintönig werden. Ihr seht, ich habe in der Mitte mit einer kleinen Kugel angefangen, weil ich davon 5 Stück habe. Also, und hiervon habe ich leider nur 4 von diesen schönen. Und deshalb fange ich mit der kleinen in der Mitte an. Und auch hier wieder werde ich das einfach einrollen, weil dann kann ich das da lassen. Eine mache ich hier noch dran. Das ist jetzt wieder die kleine. Und dann zeige ich euch, was ich noch dran mache. Weil im Moment ist mir das immer noch ein bisschen eintönig von der Farbe her. Natürlich könnt ihr das ganz rot und silber machen. Blau, silber, ganz bunt, nur golden, nur silbern. Je nachdem auch, was ihr eventuell an Kugeln zu Hause habt, weil das sind jetzt alles keine von mir keine neu gekauften Kugeln, sondern wirklich nur Sachen, die ich auch schon im Haus hatte. Und man muss ja nicht alles immer komplett neu kaufen. Das muss nicht sein. So, und jetzt will ich nur noch einen Tupfer da reinsetzen. Und zwar hier dazwischen werde ich jetzt diese blauen setzen. Und dafür hatte ich ja auch noch meinen silbernen Faden hier, beziehungsweise mein Geschenkeband hier. Und auch das werde ich jetzt zweimal verknoten. Und auch das werde ich jetzt wieder nur kräuseln. Aber ich könnte es auch abschneiden. Das ist ja auch ganz klar. So, jetzt mache ich gerade noch 2, 3 dran und dann zeige ich euch quasi den letzten Schritt auf diesem Meter. So, meine Lieben, ich habe jetzt einfach weitergearbeitet und habe genau mit dem Prinzip, wie ich es euch gezeigt habe, fast alle Kugeln jetzt schon dran auf meinen 5 Metern. Die Tannenzapfen werde ich wahrscheinlich an die Außenkanten noch anbringen. Aber ich würde sagen, im Moment lassen wir das einfach so dabei, denn das ist mir jetzt voll genug. Wenn euch das zu viel ist, dann lasst da was weg. Wenn ihr noch was draufsetzen möchtet, dann geht das genauso. Oder wenn ihr die Tannenspitzen vielleicht weiß sprühen möchtet, hättet ihr das natürlich am Anfang gemacht, ist auch klar. Ich werde das komplett fertig machen und werde es dann schon mal in Position bringen und euch gleich dann das gesamte Ergebnis so zeigen. Okay, meine Lieben, und jetzt haben wir schon mal die Girlande aufgehängt, und zwar über unsere Eingangstür. Ihr seht, die 5 Meter, die reichen gerade so mit Ach und Krach um die ganze Tür mit dem Seitenteil drumherum. Und ihr seht, wie wunderschön das aussieht, und vielleicht kriegt ihr jetzt auch eine Idee dazu, euch eine ganz stinknormale Girlande zu kaufen und die dann zu bestücken mit wunderschönen Kugeln, mit Glöckchen, mit Tannenzapfen, mit ein bisschen Tüll, um den einfach einen richtigen schönen Rahmen zu geben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!